Hallo zur neuen OV-Video-Wochenschau. Die Bahnstrecke zwischen Vechta und Bramsche wird während der Sommerferien komplett gesperrt. Grund sind Sanierungsarbeiten. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. Teure Pläne. Neue Hauptschule kostet Damme 7,34 Millionen Euro. Diese Zahl nannte Bürgermeister Gerd Muhle bei der Schulausschusssitzung. Die Hauptschule benötigt dann ein neues Gebäude, wenn der Landkreis ihr jetziges komplett übernimmt und für das Gymnasium nutzt. Was für Helferlein haben Sie? In jedem von unseren Tunneln setzen wir ein Hummelvolk. Da die Wandertunnel ja im Prinzip witterungsunabhängig sind, kommt auch kein Wind zur Bestäubung rein. Dafür setzen wir dann jetzt die Hummeln ein, unsere fleißigen Helfer. Ich will jetzt nicht sagen Tag und Nacht, aber sie sind morgens schon sehr zeitig zugange und bestäuben dann hier die Anlagen. An diesem Wochenende gibt es auf dem Dammer Flugplatzgelände eine Messe mit über 100 Ausstellern. Auch wir von der OV werden dort mit einem Stand vertreten sein. Die Veranstaltung ist an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Und am Sonntag könnt ihr euch ab 11 Uhr im Steinfelder Ortskern jede Menge Oldtimer anschauen. Der Eintritt ist frei. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns wieder in der nächsten Woche.